Moin Leute, willkommen Bruderland. Im heutigen Video geht es um die Google Pixel Watch und das gute alte Google Maps. Ich werde euch heute einfach mal kurz zeigen, was für Funktionen es gibt, was man machen kann und inwieweit die Smartwatch mit dem Smartphone interagiert. Kommen wir zur Zieleingabe. Wenn ihr die App startet, sieht das so aus. Ihr könnt das Ziel per Mikrofon eingeben, also diktieren, ihr könnt es schreiben oder ihr könnt, wie ihr hier sehen könnt, quasi die Favoriten nutzen. Die Favoriten generieren sich aus eurem Suchverlauf im Google Maps. Dabei ist es egal, ob ihr das auf dem Smartphone gemacht habt oder auf dem PC oder Mac. Und so sieht das dann aus. Und ich starte jetzt einfach mal ein Ziel. Und dann seht ihr, wie sich hier quasi die verschiedenen Fortbewegungsmittel aufbauen und dann könnt ihr auswählen, mit was ihr die Navigation starten wollt. Hier bekommt ihr dann die nächsten Routenschritte angezeigt und ihr könnt auch alternativ hier eine Karte anzeigen, wo dann quasi auf der Karte die Route angezeigt wird. Ihr könnt hier dann auch rein und raus zoomen und wenn ihr dann hier wieder in die Mitte drauf drückt, dann kommt ihr wieder zurück in das Menü. Wir sind jetzt hier gerade im Smartwatch-Only-Modus, also es gibt keinerlei Interaktion mit dem Smartphone und dementsprechend könnt ihr hier die Vibration anschalten, da vibriert dann die Uhr beim nächsten Routenschritt und ihr könnt auch den Ton anmachen, wo dann quasi die entsprechende Sprachausgabe erfolgt. Ich beende das mal. Es gibt hier nämlich noch die Möglichkeit, die Navigation zu spiegeln auf seinem Smartphone und wenn ihr das macht, ich wähle jetzt einfach mal wieder eine Navigation aus, dann springt hier das Smartphone auf und gibt dann quasi die gleiche Navigation an, ne? Also dieselbe Route. Und das hat den Vorteil, wenn ihr das mit diesem Spiegel macht, dann ist generell die Performance hier auf jeden Fall besser. Und ihr könnt dann auch quasi hier auf dem Smartphone quasi die Navigation halt individuell anpassen, falls notwendig oder so. Aber ansonsten habt ihr es hier identisch. Der einzige Unterschied ist hier, bei den Optionen könnt ihr dann keine Sprachausgabe mehr auf dem Smartphone, auf der Smartwatch aktivieren, sondern es läuft dann alles über das Smartphone. Und wenn ihr auf eurem Smartphone dann auch die Navigation beendet, dann beendet das auch auf der Uhr die Navigation. So, der Vollständigkeit halber, ich zeige euch noch kurz die Tastatur. Je nachdem, was für eine Tastatur ihr auf eurer Smartwatch installiert habt, könnt ihr dann hier auch noch was schreiben. Aber es ist halt a busy tricky. Und damit bin ich eigentlich auch schon fertig. Das war kurz der Funktionsumfang von Google Maps auf der Google Pixel Watch. Wir sind gerade bei Google Wear OS 3.5 irgendwas. Und ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.